Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Ja, ich wollte mich ja zuletzt hier umgucken. Oh, ich denke immer, ich habe meine Boxen an. Im Moment habe ich so einen Tick, dass ich immer denke, nur weil ich sie einmal angelassen habe, dass ich denke, sie sind immer an. Sind sie aber gar nicht. Ich höre über Headset. Und es ist gerade so leise. Ist es immer so leise? Muss ich nicht sonst mal leiser drehen? Dachte, es wäre lauter. Na gut, wir gehen mal hier weiter. Ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Ah, hier ist der Sound jetzt auch lauter. Okay, und wo soll ich jetzt hin? Die Burschen sind echt fleißig. Hoffentlich sind sie warm angezogen, sonst kriegen sie wieder Zwergenschnupfen. Warm angezogen? Wir? Bah! Zwerge müssen sich nicht warm anziehen. Aber sie hatten doch gerade erst eine schlimme Erkältung. Bah! Ne, bäh! Nee, möchte er anscheinend nicht. Ich würde ganz gern mal wissen, obwohl... Doch, ich gehe jetzt mal hier rein. Ich will jetzt wissen, wie es mit der Blausaftproduktion aussieht. Mal nach dem Rechten gucken. Oha. Die Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Aber bei dem Krach könnte ich nicht schlafen. Nee, ich auch nicht. Niemand da. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Ha, kannst du hier was nehmen? Die arbeiten. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Hehe, ja. Bist immer so lustig. Jerry, Haselnuss. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzel auslese. Und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Die Frage ist, ob ich jemals daran kommen soll. Der Zwerg glaubt jetzt schon, dass ich ein... Ja, du willst es nicht ausprobieren. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal ausprobiert. Seit wann haben wir denn Stift und Blankopapier? Herr Kirchenmaus sagt, ich soll authentisches Mauswalder Witzmaterial suchen. Vielleicht gibt er mir dann sogar seine Wassernuss. Stimmt, ich soll ja Witze sammeln. Ich wieder völlig vergessen. Ich habe auch noch Schokolade. Ach ja, und was ich nicht hier alles habe. Niemand da. Die Arbeit. Ja. Hier will ich nicht durch. Dann gehen wir vor die Hütte. Ich könnte natürlich den Hebel auch mal benutzen. Ach, ich kann mit denen hier reden. Das hätte ich vielleicht mal gleich tun sollen. Da bist du ja wieder. Willst mir wieder unter die Nase reiten, dass du mir geholfen hast, was? Pah! Was? Nein! Das ist auch besser so. Aber trotzdem, danke. Wenn wir hier unsere Zwergwurzeln ernten, kannst du trotzdem unser Gästebett im Haus benutzen. Hört ihr, Jungs? Der Junge ist unser Gast. Meh, bäh. Pah. Sie sagen, du bist jederzeit willkommen. Das ist nett. Pah. Keine Ursache. Naja, klang eher nicht so, aber gut. Können wir uns denn jetzt ins Bett legen, wo wir die Erlaubnis bekommen haben? Macht er das? Wisst du zwar gerade nicht wieso, aber... Nö. Wenn wir schon mal dürfen... Niemand da. Die arbeiten bestimmt draußen auf den Feldern. Niemand. Die... Willst du nicht? Na gut. Aber wir dürften, wenn wir wollten. Wenn wir müssten. Ja. Kannst du denn jetzt hier den Hebel... benutzen? Hört das dann hier auf zu pumpen? Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Ach, hier ist jetzt aber so Feuer, ne? Die Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Aber bei dem Krach können... Moment mal, wenn ich das jetzt hier zurück mache... Ist das dann... Und es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausaft. Aha. Okay, ich habe das Feuer nur wohl vorher nicht bemerkt, aber, könnte ich da jetzt vielleicht den Kaffee mit heiß machen? Nein. Nein. Weg damit. Ja, weg damit. Will doch eh keiner mehr. Jetzt ist mein Becher leer.
Yay. Toll. Kann ich den nicht auffüllen? Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Schade. Na gut, dann hier ist eine Maschine. Wir können Hebel drücken und uns freuen. Und ja. Ne? Ach, da war das Gästebett. Hm, verschlossen. Das Gästebett. Das ist für uns. Ich bin schon wieder so... müde. Ah, das ist unser Bettchen. Na klar. Oh. Die Zwerge schnarchen ganz schön. Mhm. Was hat sich jetzt hier geändert? Der Zwerg schläft. Kein Wunder, wenn sie immer Nachtschichten machen. Der schläft tief und fest. So, im Bett können wir jetzt also auch Tag und Nacht machen. Ich frage mich, wozu das wichtig ist. Die Zwerge haben die Blausaftproduktion wieder angekurbelt. Aber bei dem Krach könnte ich nicht schlafen. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier noch was machen können irgendwann oder so. Ich weiß nicht. Hm, es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Aber ich will nicht. Und es dreht sich links herum. Cool. So macht man also Blausaft. Ja. Okay. Okay, ein letzter Versuch mit dem Becher. Mein Becher. Nein. Okay. Hab's kapiert. Ich hätte jetzt auch durch den Stollen gehen können, aber naja. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis... Das ist... Ja. Tja, was, werde ich wohl als nächstes tun müssen? Ich habe keine Witze. Kann Tag und Nacht machen. Ich habe eine Münze, die kann magische Dinge zeigen. Vielleicht sollte ich die magische Münze mal mehr noch bei Nacht benutzen. Ich werde jetzt noch mal das Buch zur Nacht machen. Ja. Dann sehe ich ja vielleicht auch noch mal andere Dinge als vorher. Aber eher nicht. Hier jedenfalls gerade nicht. Ja, ich überlege. Ich hatte ja noch einen Tipp bekommen, dass ich den Kuchen besorgen kann. War Anja für den Geburtstag, aber ob das jetzt so klappt, weiß ich nicht. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal gleich doch wieder Tag machen und bei Anja klopfen und fragen. Aber trotzdem sind einige Dinge auch so trotzdem nicht so gelöst. Muss ich noch rausbekommen. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand mit einer Laterne spazieren. Hm. Wow. So viele Sterne habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ah, Sterne. Da verschlägt es einem richtig die Sprache. Sterne. Und man fühlt sich ganz klein. Na klar. Die erinnern mich an die Leuchtsterne über meinem Bett. Ich fühle mich, als wäre ich schon unheimlich lange nicht mehr zu Hause gewesen. Hoffentlich geht's Mama gut. Du Arme, aber jetzt benutze ich Sternkarte. Ja. Oh, das meinte der alte Magier also, als er sagte, das wäre eine besondere Karte. Man kann die ganzen Sternbilder erkennen. Und die vier Portalbäume von Mauswald, von denen der Marquis und der Magier sprachen. Der Ostbaum scheint der große Baum mitten in Mauswald zu sein. Der alte Pfadbaum, über den wir nach Mauswald gekommen sind, ist dann der Südbaum. Links jenseits des Feldpfades liegt der Westbaum. Und rechts vom Feldpfad, etwas weiter entfernt, steht der Nordbaum. Genau,
Das sind dann die vier Bäume, hinter deren Portalen ich die vier Zauber lernen soll. Die sind gar nicht so weit weg. Aber ob ich die auch finde, wenn ich genau drunter stehe? Na, mal sehen. Mhm. Das ist ja cool. So, das ist jetzt meine Errungenschaft. Ja, ist mir klar. Meine Trophäe. Okay. Sehr schön. Ich sehe gerade, dass ich noch nicht gerade viele habe. Aber es ist, wie es ist. Ich will wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Das ist ein bisschen doof gemacht hier. Dass man immer so gleich voll ins Menü kommt für solche Sachen, obwohl ich noch im Spiel bin. Man kann die... Und die... Der Ost, der Link und Rechts. Genau. Ja. Das sind... Die sind gar... Aber auch... Ja. Na, mal sehen. Okay. Wie... Hast du das jetzt irgendwie zusammen mal notiert? Ich sollte mich lieber mit Witzfreunden unterhalten. Okay. Was hat mir das denn jetzt gebracht, dass ich das weiß? Ich meine, kann ich jetzt irgendwie die Orte besuchen? Oder, ich meine, er wird ja immer dasselbe jetzt sagen. Haben wir jetzt eine Karte oder so? Nee, irgendwie nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Der alte Magier sagte, ich soll sie an der Bachbrücke benutzen, wenn es dunkel ist. Ja, haben wir gemacht. Wie sieht's aus hier mit magischer Münze? Es gibt so zwei Leuchten, oben beim Mond und bei dem anderen. Aber ist das jetzt hier anders als da? Ich probiere es nochmal. Man kann die der Ort, Der Alp links und genau. Nee, das, ja, genau. Ganz toll, Jerry. So, das haben wir gemacht. Erledigt. Oh, das ist auch cool. Es geht ja hier sogar noch weiter. Das ist schön, nur leider sagt er dazu gar nichts anderes mehr. Ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feld, Wald und Wiesenbach. Ja. Gibt's nicht mehr überall. Kannst du damit, ne? Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Dann nicht. War ja nur eine Idee. Soll ich was anderes nass machen? Eher nicht. Tja. Wie lösen wir das Kaffeeproblem? Ich weiß es noch nicht. Ich werde jetzt nochmal Tag machen und zu Anja gehen. Vielleicht bringt das ja was. So. Ich will mit ihm eigentlich gar nicht reden. Die sind voll gruselig. Geh direkt mal hier rein ins Café. Weg von der zwielichtigen Gestalt. So, dann holen wir mal Anja. Anja! 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 Ja, da bist du ja endlich. Willkommen zurück! Hallo! Ich brauche einen Kuchen. Ich habe den... ja, genau. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ich habe gehört, die Hasenfamilie wartet auf eine Torte. Ja, ja. Die feiern jeden Abend und haben ganz spezielle Wünsche. Aber mir fehlen leider ein paar Zutaten. Erzähl. Hast du auch zufällig eine Liste für mich? Ja, du hast's erraten. Wenn du die Zutaten findest, kann ich die Torte machen und du kannst sie den Hasen bringen. Das wäre natürlich grandios. Nochmal zur Torte für die Hasenfamilie. Wenn du die Zutaten findest, ach so, kann ich die... Hast du mir die... Wirf einfach... Die bis später. Bis später. Pass auf dich auf. Mach ich. So. Ich bin doch schon da. Honiglöffelchen. Ja, hier, ich habe die Zutatenliste. Ich will dir jetzt fehlende auch lesen. Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Schokolade habe ich schon mal. Fehlende Zutaten für den Kuchen für Familie Hase. Eine Handvoll süßer roter Beeren, Schokolade, etwas Milch und Rübensirup. Rübensirup, wo kriege ich denn jetzt Rübensirup her? Hat vielleicht er hier Ahnung davon?
Entschuldigung? Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Rübensirup. Ich hab doch keine Ahnung. Sie wird es ja nicht hier bei sich haben, sonst bräuchten wir es nicht holen. Hast du eine Ahnung? Hallo. Die Maus ist ganz in Gedanken. Sie merkt... Ja. Komm her jetzt. Ich weiß genau, dass du irgend... Komm bei... Ja. Solange... Beantworte doch mal meine Fragen ja dann nicht. Muss ich mich eben allein auf die Suche nach dem Rübensirup machen. Weißt du, wo es Rübensirup gibt? Entschuldigung, aber... Keine Zeit! Moment mal. Ich würde gern eine Quietscheente reinwerfen, um zu sehen, wie schnell sie wegschwimmt. Ach so. Ja, von dem Bach, genau. Okay, machen wir aber nicht, sondern mir ist die Idee gekommen, es gibt doch hier Rüben von den Zwergen, die machen die doch nachts. Den Wurzelfeldern. Da muss ich doch nur Sirup draus machen. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir gehen da jetzt mal hin zu den Wurzelfeldern. Rübensirup. Oh. Oh, hallo. Man ist nur einmal kurz weg und dann geht's los hier, ne? Hallo? Wie witzig. Edith, sag doch mal was dazu. Total gruselig hier. Hallo. Hallo, du. Na, trägst du wieder Pakete aus? Nie. Nein. Ich habe gehört, dass es hier nachts draußen auf den Feldern spuken soll. Das würde ich mir ja gerne ansehen. Aber ich finde das viel zu gruselig. Ja, dann kannst du es dir wohl nicht angucken. Hast du den Spaß verpasst, Edith, wa? Was ist denn hier? Ich finde diese Fuchsstatue viel gruseliger gerade, die hier auf einmal aufgetaucht ist. Die war doch vorher nicht da. Nee. Ja, ihr spinnt doch alle. Möchtest du was zum Spielen? Möchtest du Pfeffer haben oder einen Frosch oder was anderes? Hier ein Stück Käse kann ich dir geben. Nein. Was denn? Ein Stück Alufolie vielleicht. Silberfolie nützt hier nichts. Nee? Na gut. Möchtest du einen scharfen Wurfanker? Ein bisschen Pfeffer? Das braucht keine... Na gut, dann tschüss. Wenn keiner sonst mit mir reden will, gehe ich zu den Feldern. Ich habe zu tun. Ich muss Sirup machen. Was ist denn hier los? Echt. Auf einmal sind hier überall Gestalten, vor allem er hier. Mensch. Na, bist du wieder auf Sendung? Tja, da müssen wir uns unsere Mückenstiche wohl woanders holen, was? Aber warum ist er denn jetzt auf einmal wieder hier? Keine Ahnung. Gibt es Hoffnung, dass sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach... Ja, okay. Knack die... Nein. Tschüss. Ich muss dann mal... Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf, Maulwurf, ja. Maulwurf ja. Am... Ja. Das ist aber die letzte Gestalt, mit der ich jetzt hier rede. Harte, schwarze Schnäbel des Unglücks hacken auf deine kleine Seele ein. Manchmal musst du nur einen bestimmten Fremden ansprechen, um etwas Glück zu erstehen. Du kannst doch sicher etwas Glück gebrauchen. Schon ein wenig Glück wird dir helfen. Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Komischer Typ. Ja. Jetzt hätte er was getrunken immer oder so. Immer noch ein schnell dahingluchsender, kaltkieseliger Feldwald und Wiesenbach. Ja, gut. Ich klicke hier mal aus Versehen auf die Sachen irgendwie drauf. Ja, das, das nutzt mir ja nicht viel.
Gut, dann, er hat ein Triangel in der Hand. Okay, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ein Schnee. Ach, wir können sogar Schnee angucken. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ich versuche dann mal hier weiterzukommen. Bis denne.